Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem Video. Heute Arme, weil wir sind arm. Auf jeden Fall mache ich immer Bi-Tri, Bi-Tri, Bi-Tri. Hat nichts damit zu tun, dass ich Bi bin. Ich bin hetero. Und zwar fangen wir an mit Trizeps. Ich zeige euch ganz kurz ein paar Aufnahmen. Erstmal ganz easy aufwärmen. Ihr müsst euch aufwärmen. Wenn das hier knackt, ganz viel aufwärmen. Okay, als nächstes machen wir Bizeps. Komm. Übrigens, Maskenpflicht ist jetzt auch in den Fitnessstudios, Digga. Helf mein Leben. Aber, ui. Hier, ich zeig euch mal jetzt was Heftiges, was ihr auf jeden Fall ausprobieren müsst. Das habe ich von meinen zigeunischen Zwillingen gelernt, falls ihr das guckt. Jungs, schöne Grüße an euch. Das ist die heftigste Armübung, beziehungsweise Bizepsübung überhaupt. Lass mich mal ganz kurz eine Pause machen, ich zeige euch die gleich. Gut daran. Jetzt macht ihr 5 normale, den 6. langsam runter, langsam hoch. 5 normale, 6 langsam runter. Das Ganze 4-mal in einem Satz. Digga, wenn ihr danach eure Arme noch spüren könnt, ich mache das Ganze gerade mit 35 Kilo. 1, 2, 3, 4, 5 und langsam. Und langsam runter. Ei, 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 ei. Und weiter. 3, 4, 5. Oh, langsam. 1, 2, 3, 4, 5. Langsam. Oh mein Gott, das brennt. Letzte Runde. Ui. Digga, mein Bizeps ist original am Schrumpfen. Arme Digi heute am Exploden. Als nächstes fange ich wieder mit Bizeps an. Hier haben wir die Langhantel-Curl. Zeig mal, zeig mal. Schön Schulterbreite. Arme hier reinquetschen. Und dann. Oh, pass auf. Sieht man Arme? Sag Walla. Das Ding ist, ich komme nie so spät. Ich bin eigentlich um 11 Uhr morgens, aber es ging heute leider nicht anders. Deswegen fühle ich mich nicht so gut, Digga, beim Training. AMK. Als nächstes mache ich 2 Trizeps-Übungen hintereinander, weil die beide bisschen so auf easy sind. Dann nimmt ihr einfach so eine 5er Platte oder so und dann geht die Post ab. Schön, wenn ihr oben seid, richtig anspannen, Digga. Boom. Ui. 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 Der Kameramann ist in unserer Seele drin, aber alles gut. Und das Ganze dann auch auf der Seite. Und danach geht ihr, das könnt ihr auch hier so vom Ding her machen. Ich mache das jetzt einfach hier, schön Schulterbreite, so, runter, ui, oh. Oh. Dann habt ihr einen Killerpump. Kennt ihr die Leute? Digga, mein Arm ist taub, ne? Ich kann nicht mal mehr anspannen. Ich bin tot, Diggi. Digga, das ist so schwer, hier überhaupt Gewichte zu finden. Ich habe jetzt einfach 16 Kilo genommen. Okay, jetzt die letzte Bizepsübung. Auch ganz simpel, Hammer Curls. Aber mit einem Dropset. Aber ich zeige euch, was für ein Dropset. Einfach, Diggi. Boom. Boom. Und hier, ne? Nicht einfach, sondern wenn du hier oben bist, boom. Einmal, boom, spüren, weißt du? Boom. Boom.
Weil der da mit arbeitet. Sieht man gut, oder was? Okay, jetzt das Heftigste. Bei mir gibt es nur heftige Armübungen. Deswegen ist mein Arm auch wie mein Bein. Nehmt ihr euch je nachdem so eine Gewichtsplatte, was halt passt. Und dann Arme schön nach vorne. Zack, und von hier, gib ihn. Ui. Up. Oh. Alles, alles, alles. Up. Das natürlich nicht mal. Okay, Arme durch. Ich liebe eigentlich Arme, aber heute war ich schwach, Digga. Heute war ich echt schwach, weil es ist mittlerweile, ich zeig euch, 18.17 Uhr. Digga, noch nie in meinem Leben so spät trainiert, aber egal, YOLO. Also, kurze Zusammenfassung. Trizeps, Bizeps, Bizeps, Trizeps, zwei Stück und dann Bizeps. Ich mache das immer je nach Woche. Ab und zu mehr Bizeps, ab und zu mehr Trizeps. Heute war ein bisschen mehr Bizeps, weil ein bisschen Show. egal, wir sind durch. Ich bin noch nie mal im Leben vom Fitness rausgekommen und es war schon fast dunkel, Digga. Naja, auf jeden Fall. So, es gibt jetzt eine kleine Info. Und zwar gibt es morgen oder übermorgen, ich bin mir nicht sicher. Also die Fitnesstage haben wir durch. Beine trainiere ich momentan nicht. Ey Leute, ich habe Angst, Beine zu trainieren, weil Muskelkater und sowas. Das bockt gar nicht. Deshalb habe ich Angst, Beine zu trainieren. Ich bin ehrlich zu euch. Irgendwann kommt noch ein Beintraining. Irgendwann, aber nicht jetzt. Auf jeden Fall gibt es die Tage ein Video, wo ich von morgens bis abends zeige, was ich esse, wie ich mich ernähre, bla bla bla. Ich sag euch jetzt schon mal, erwartet nicht zu viel, weil ich bin jetzt nicht professionell unterwegs. Also ich esse schon gerne mal einen Snickers oder so. Naja, ich wollte euch auf jeden Fall kurz die Info geben.